Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit der Natascha Denona Metro Pols Palette. Ich dachte, wenn ich schaffe, morgens ein Video zu machen vor der Arbeit, dann tue ich das. Ich habe mein Gesicht soweit schon vorbereitet, weil das dauert sonst einfach viel zu lang, euch das zu erklären und so. Ich mache das einfach, was aus meinen Trinkkörbchen ist. Da habe ich ein paar neue Sachen reingepackt. Wenn ich dazu noch Zeit habe, zeige ich euch das einfach mal. Weil so richtige Schminkkörbchen-Updates, was Paletten angeht, das ist jetzt mein Highlight meiner Palette, sage ich mal. Und der Rest wandert entweder raus, wenn ich es benutzt habe und es mir nicht gefällt, oder irgendwie. Ich habe mein Lid schon gesettet, gepudert und. Also ich habe schon vorbereitet, komplett mein Gesicht. Meine Lippen sind soweit eigentlich auch vorbereitet, weil sie ziemlich ungleich aussehen. Ich bin einfach kein Profi in Augenbrauen, Lippenkontur. Es ist einfach nix. Ich fange an, mit der Palette zu arbeiten. Und zwar möchte ich heute einen neutralen Look machen. Vielleicht noch mit einem Wing. Mal gucken. Kajal habe ich schon aufgetragen von Zoeva auf die Wasserlinie, damit meine Augen sich dran gewöhnen können. Kaffee ist natürlich auch am Start. Okay, ich brauche nur noch Pinsel. Heute habe ich einen sehr durchsichtigen Highlighter. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich fange an mit so einem fluffigen Pinsel und versuche, meine Lidfalte so ein bisschen zu bearbeiten, indem ich einfach dieses Beige, Braun, Khaki, wie auch immer man diese Farbe nennen möchte, einfach drauf. Wenn ich euch das zeige, möchte ich euch einfach inspirieren. Ihr könnt natürlich jegliche Paletten benutzen, aber die Mädels, die es da haben, vielleicht wissen sie nicht so richtig, was mit anzufangen. Zum Beispiel dieses durcheinander gewürfelte gibt mir manchmal auch kein richtiges Informationsbild. ja, wieso nicht anfangen? Ich habe nämlich noch so 15, 20 Minuten, bis mein Sohn sicherlich aufsteht. So, dann möchte ich dieses Braun hier nehmen und das trage ich auf so einen flach gebundenen Blenderpinsel auf. Der ist jetzt von Zoeva und ist die 227. Und geh da einfach mal rein. So ein Creamy Matz, glaube ich. Das ist eher so ein Khaki-Ton, glaube ich. Macht nichts. Und gehe einfach hier aufs. Ihr wollt alle, dass ich dieses Blau mache, ne? Mache ich auch. Aber heute nicht. Vielleicht morgen, wenn ich es schaffe. Meine Tochter ist echt die Erste, die aus dem Haus geht, seit sie in die neue Schule gekommen ist. Sonst sind wir eigentlich fast gleich rausgegangen. Ich trage mir natürlich das unten drunter auch auf. Das kann ich mit demselben Pinsel machen oder einem anderen. Ich habe jetzt nichts so anderes gerade da. Ja, das ist eher so ein Braun-Grün. So eine dunkle Olive. Natürlich mit dem Ton, wo ich vorher, also mit dem Pinsel und dem Ton, ziehe ich das noch so ein bisschen raus. Ich habe das schon beim ersten Video, glaube ich, gesagt, es ist nicht ganz so einfach mit ihr zu arbeiten. Die haben so eine bestimmte Formel, aber sie lassen sich ins Nichts verblenden. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann kann man so blenden, dass man fast keinen Übergang sieht. Dann möchte ich, das ist auch ein schöner Ton, ne? Dieser hier. Den wollte ich ja zusammen mit diesem Rot hier testen. Oder sowas. In der Art, ich glaube, ich nehme heute den hier. Ich möchte aber einen Ticken noch dunkler gehen. Also gehe ich nochmal in dieses Kackbraun hier und trage mir das hier so auf. Hier fehlt eindeutig ein Schwarz. Ein Weiß und ein Schwarz. Das muss in eine Palette einfach rein. Egal was für eine Formel. Also bisher hatte ich wenig Probleme mit ihr. Jetzt mit dem Creasen. Ich muss einfach setten. Und es ist auch nicht so heiß. Gut. Das Kackbraun ziehe ich auch so ein bisschen auf der
auf der Wasserlinie, nicht auf der Wasserlinie, auf dem Wimpernkranz entlang. Und dann brauche ich einen Pinsel. Und dann nehme ich den zu Eva super gerne. Smoky Shader ist ein echter Pinsel oder ein Gemisch, keine Ahnung, ich blick's doch nicht. Und trage mir dieses Glitzer irgendwas auf. Das muss ich anspringen, sonst habe ich den ganzen Salat nämlich unterm Auge. Und dann wollen wir mal. Egal, was andere sagen, natürlich lohnt sich keine 128-Euro-Palette. Ja, das ist rausgeworfenes Geld sozusagen, aber es ist für einen selber etwas ganz Besonderes und etwas, was man einfach ja, schätzen kann. Und es macht einfach einen selber was aus. Ich würde nicht sagen, dass man sieht auf dem Auge. Natürlich nicht, da ist ja auch kein Stempel drauf mit 128 oder. Was weiß ich, was sie kostet, 139 Dollar oder Euro mit Steuern und Gedöns. Aber für einen selber macht das schon was aus. Man fühlt es einfach. Ich könnte noch so einen Eyecatcher reinbringen, etwas helleres, leichtes Gold. Kinder sind wach. So. Und man fühlt einfach die Qualität. Also ich merke das schon. Ich sehe das auch. Die Duokunst gibt es einfach nicht so vertreten, sag ich mal, in anderen Preiskategorien. Außer jetzt hier die neue Palette hier von BH Cosmetics. Aber so an sich. Ich gehe nochmal mit so einem flach gebundenen Pinsel rein und trage mir das hier am unteren Wimpernkranz noch ein bisschen auf. Sehr aktiv, sag ich mal. Und nochmal in den Kackbraunen. Einfach verblenden, indem wir einen sauberen Pinsel nehmen. Und dann hole ich euch dazu. Ich highlighte noch meinen Innenwinkel mit dem hellsten Ton aus der Palette. Und guck, der ist sehr pudrig. Was echt schade ist. Und ich habe Vorlauf des Todes. Naja, ich hole dich dazu, wenn ich meine Wingliner gemacht habe. Und ja, dann guck, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ja, Lidstriche und sowas hat gut funktioniert. Ich habe halt echt viel Glitzer unter den Augen. Man muss wirklich mit ihr arbeiten, wenn man diese Glitzerpartikel benutzt. Wenn man noch nichts an Foundation drauf hat, weil ich habe auch noch eine relativ bäbige Foundation drauf. Irgendwie lässt sich das heute überhaupt nicht setten. Ansonsten, ich finde das Augen-Make-up wunderschön. Und ja, ich weiß, dass es so viel Kohle auf den Augen ist. Und ich finde es einfach schön. Und das ist mein Herbstlook mit ihr. Ich finde, das ist eine absolute Herbstpalette oder eine Must-Have nicht. Aber man kann mit ihr sehr gute Alltags-Make-ups machen. So wie heute zum Beispiel. Ich finde es total alltagstauglich. Ich feiere es. Bin sogar kurz ins Schwitzen gekommen. Huh. Ja. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr sie euch zulegen oder sagt ihr, ne, das ist mir einfach zu viel Asche? Ja. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ciao, ihr Lieben.